Willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Ich wollte gerade eine Zahl hinten dran sagen, aber es ist einfach nur Return to Monkey Island. Den Wald verlassen, in den tiefen, dunklen Wald, in dem ich mich sicher verlaufen werde. Schild. Warnung, der dunkle Wald ist tödlich und verwinkelt. Karten werden dringend empfohlen. Ach, das war doch in der Vergangenheit, habe ich doch auch keine Karte gebraucht. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich sie geliebt. Das kleine Kletterschiff. Museum für Piratenkunde. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich sie geliebt, bis ich 2 Tage lang in einer gefangen war. Die dürften mittlerweile illegal sein. Okay, das heißt, im Wald gibt es hier direkt ein Museum. Hey, das war mal Carlas Haus. Ich bin direkt bis zu Carlas Haus durchgekommen. Vor einiger Zeit habe ich hier auf dem Rasen ein T-Shirt gewonnen. Und zwar mit Fechten. Ah, Museum, da war irgendwas. Hallo. Willkommen im Melee Island Museum für Piratenkunde. Ich bin Conrad, der Kurator und Dozent hier. Ich gebe auch den Pirate Times Newsletter heraus. Hier, nehmen Sie meine Visitenkarte. Danke. Das Museum beherbergt die größte Piratensammlung in der Karibik oder zumindest auf Melee Island. Die Herkunft jedes Artikels wurde von mir und meinem Team sehr sorgfältig recherchiert und überprüft. Schauen Sie sich ruhig um. Und wenn Sie Fragen haben, fragen Sie einfach. Warum redest du so komisch? Augenklappe von Captain John Laney, dem Piraten der 1000 Gesichter. Ich wusste, ich habe John Laney schon gehört. Genau, die Augenklappe. Was können Sie mir über diese Augenklappe erzählen? Das ist der ganze Stolz der Sammlung. Sie gehörte Captain John Laney, dem Piraten der 1000 Gesichter. Angeblich hatte sie Voodoo-Kräfte, die ihn verkleidet. Genau. Ich habe es aber ausprobiert. Und es ist nichts passiert. Die Voodoo-Lady hat uns nämlich davon erzählt. Es ist eine sehr kleine Schrift drauf. Ach, jetzt brauchen wir schon wieder. Es ist ja zweimal dasselbe Rätsel hier sozusagen. Die Zahlen sind etwas deutlicher, aber immer noch zu klein, um sie zu lesen. Und eine noch stärkere Brille. Das ist ein wirklich großer Papagei. Ich frage mich, wie viele Hände er schon gefressen hat. Womit füttern Sie ihn? Hauptsächlich mit Dieben. Gut zu wissen. Die Vitrine ist verschlossen. Es ist ein arbeitender Papagei. Ich sollte ihn nicht belästigen. Schlimm ist, ich habe zuerst Wachspapagei gelesen und dachte, das wäre nur eine Wachspuppe. Was hat es mit dem Fahndungsplakat auf sich? Das ist das früheste bekannte Fahndungsplakat für Captain Kate Capsize. Wie berühmt-berüchtigt sie war, erkennen Sie an der großen Zahl der dort aufgeführten Verbrechen. Sehr beeindruckend. Ich habe es von einem Sammler auf Fat Island bekommen. Das sind eigentlich meine Ja, ganz genau. Zu dieser Zeit war ich so etwas wie der Staatsfeind Nummer 1 auf Fat Island. Ich habe Kates Bild darauf geklebt, damit sie im Gefängnis landet. Das würde niemals funktionieren. Niemand ist im echten Leben so ahnungslos. Sie glauben mir nicht? Es ist keine Frage des Glaubens. Macht nichts, es ist nicht wichtig. Aber das stimmt, ja. Und stand da gerade unten, Spoilerwarnung. ja, das ist aus Markerne 2. Was war das für ein Ding da an der Wand? Oh, das. Ja, das war ein nicht abgeschickter Liebesbrief. Geschrieben von Elaine Marley, als sie Gouverneurin der Insel war. Was? Elaine? Der Empfänger wurde nur als Honighäschen bezeichnet. Das bin ich! Es war ein wirklich rührender Brief. Leider habe ich die Kerze zu nah an den Brief gestellt. Was stand da drauf? Sagen Sie mir, was sie geschrieben hat. Ach, Sie wissen schon. Liebesbriefzeug. Ehrlich gesagt erinnere ich mich an kein Wort davon. Aber es war rührend. Vielen Dank auch. Nein, wenn ich nochmal frage, erinnert es sich an nichts. Erzählen Sie mir etwas über diesen Holzklotz. Das ist eine Originalplanke von der Golden Pint. Von Francis Drake persönlich signiert. So. Ist das ein linker oder ein rechter Haken? Der gehörte einst dem gefürchteten Piraten Meat Hook. Angeblich war er beidhändig. Außerdem wohnt er früher genau hier auf Melee. Aber seht ihr, das ist genau das, was ich meinte. Es sind so unglaublich viele Dinge drin, die einen einfach nur an das erste Spiel erinnern sollen. Ich hätte stattdessen lieber ein paar neue Ideen. Warum macht ihr nicht mal was Neues für den neuen Teil? Das ist ein schöner Sarg. Der mit dem Ruder, ja. Der Sarg hatte einen großen Wasserschaden. Als ich ihn von der Voodoo-Lady in der Stadt bekam,
Aber ich habe es geschafft, ihn zu restaurieren. Er wurde von einem bekannten Kapitän bei einer waghalsigen Flucht aus einem türkischen Gefängnis benutzt. Der Wasserschaden stammt eigentlich aus dem Sumpf auf Scab Island. Unwahrscheinlich. Denn das betreffende Gefängnis liegt nicht in der Nähe von Scab Island. Ich versuche nur zu helfen. Danke. Ich habe es unter Kontrolle. Oh boy, oh boy. Okay, wo ist die Quizkarte? Ich kann alles nochmal fragen. Will ich alles nochmal fragen? Okay, ich frage hier nochmal, gucken, ob er überhaupt was Neues sagt. Ich glaube, ich möchte lieber nichts mehr davon hören. Oder so. Auch gut. Hier oben. Diese Karte kommt mir bekannt vor. Das ist ein Viertel der Originalkarte zum Schatz von Big Whoop. Ich habe es von dem Kartenzeichner auf der unteren Straße. Offenbar war er irgendwie an der Suche nach Big Whoop beteiligt. Das Einzige, was Wally geschafft hat, war, von LeChucks Handlangern entführt zu werden. So erzählt er es aber nicht. Sie sollten überlegen, einen Forschungsassistenten einzustellen. Oh, das habe ich. Unbezahlt, versteht sich. Praktikant. Der redet so komisch. Wie um alles in der Welt kommen Sie an diese Notiz? Oh ja, das ist sehr interessant. Sie wurde in der Bibliothek von Fat Island in einem Buch versteckt gefunden. Es ist die Nachricht, die der Geisterpirat LeChuck bei der Entführung von Gouverneurin Marley hinterlassen hat. Ich weiß, was es ist. Der Speer hat sie mir gegeben, kurz bevor ich meine 3 Prüfungen beendet habe. Ich war niedergeschlagen, aber unverdrossen. Ich stellte eine Mannschaft zusammen und segelte nach Monkey Island, um sie zu retten. Nicht, dass sie es gebraucht hätte, wie sich herausstellte. Wow, Mann. Sie sind wirklich engagiert bei der Sache. Ich habe eine Rollenspielgruppe am Donnerstagabend. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Ich bin mir sicher, das tun Sie. Es stimmt nur nicht ganz mit den offiziellen Aufzeichnungen überein. So dass es schwer zu belegen ist. Belegen? Sie haben einen Augenzeugen. Augenzeugen sind notorisch ungenau. Das menschliche Gedächtnis ist plastisch und beeinflussbar. Ihres offenbar nicht. Nein, natürlich nicht. Ich handle mit Fakten. Okay. Lagerraum. Moment, kann ich ihm das Buch über John Laney geben? Nö, schade. Haben Sie Karten des Waldes hier? Nein, das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Versuchen Sie es im Kartengeschäft in der Stadt. Wie ich sehe, tragen Sie ein Holzbein, obwohl Sie eigentlich beide Beine haben. Nur ein Teil der Ausstattung des Dozenten. Für die Touristen. Die Kinder wollen es immer anprobieren. Das ist charmant und gruselig zugleich. Dies ist ein Museum für Leute, die denken, dass es Spaß macht, Schiffe zu überfallen und die Mannschaften aus Profitgründen zu ermorden. Touché. Ich schaue mich mal um. Bitte, tun Sie das. So viel möchte ich eigentlich gar nicht. Was? Schlacke. Was ist das für ein geschmolzener Metallklumpen? Es war einmal ein Krug, der durch eine Art von Säure geschmolzen wurde. Man fand ihn vor vielen Jahren im Gefängnis von Mili, nach einem Vorfall, bei dem etwa 20 Piraten entkamen. Hey, das war ich! Ich musste den Grog immer wieder von Krug zu Krug gießen, weil er sie zum Schmelzen brachte. Ich hatte einen Arm voller Krüge und jonglierte sie den ganzen Weg von der Scumbar zum Gefängnis. Alles nur, um Otis in meine Mannschaft zu holen. Im Nachhinein betrachtet nicht meine beste Entscheidung. Das ist eine ziemlich... Stimmt, denn man hätte ja auch einfach den Schlüsselcode ablesen können. Es ist, als ob diese ganze Wand aus meinen persönlichen Abenteuern bestünde. Aber irgendwie werde ich in ihren Geschichten nicht einmal erwähnt. Das ist das Tolle an diesem Museum. Jeder stellt seine eigene Verbindung zu den Exponaten her und die ist für jeden sehr persönlich und unterschiedlich. Das ist überhaupt nicht das, was ich zu sagen versuche. Das ist in Ordnung. Sie brauchen nichts zu sagen. Hören Sie einfach darauf, was die Exponate Ihnen sagen. Na schön. Okay, also wir brauchen eine superstarke Lupe, um das Vitrinenschloss zu inspizieren, weil offensichtlich zweimal das Monokel nicht funktioniert. Bisschen lame, aber na gut. Tja, Visitenkarte, was steht da drauf? Pirate Times Redakteur Conrad Lee, bereit, ihr unerkanntes Genie zu veröffentlichen. Sure. Gucken wir mal, ob wir in den Lagerraum rein können. Denn hier ist doch bestimmt die Quizkarte. Ja, ich wusste es. Wie lange dauert das zu Fuß nach Monkey Island? Was ist das denn für eine Frage? Oh, ich weiß nicht, wie ich die beantworten will. Wenn ich sie anklicke, kann ich dann nochmal weg oder muss ich dann sofort? Ah, los geht's. Was? Was ist das für eine Frage? Zu Fuß nach Monkey Island. In welchem Spiel kam das vor?
Das ist, okay, Herman Toothrot hat eine Abkürzung auf die Insel durch einen Tunnel und der braucht nur ein paar Minuten dafür. Ist das richtig? Ich meine ja, aber keine Ahnung, ob das jetzt 6 Minuten oder 10 Minuten waren. Ich glaube nicht eine Minute. Ich denke, es ist 10 oder 6, aber ich kann nicht sagen, welches von beiden. Ah, und dann hatten wir noch die... Jetzt, ich weiß, man kann die anschauen und muss sie nicht beantworten. Die Eisstein... Der Eissteinbruch. Es gibt keinen Eissteinbruch. Was für ein Eissteinbruch? Es gibt, es gibt einen Rollercoaster, eine Achterbahn durch den Jahrmarkt der Verdammten. Kam da ein Eissteinbruch vor? Gibt es einen Eissteinbruch? Ich finde das schon spannend, dass es die Antwort gibt. Keine, es gibt keinen Eissteinbruch. Ich kann mich an keinen Eissteinbruch erinnern. Und wenn, könnte ich mich nicht erinnern, dass da sehr viele Gefangene sind. Also, wo ist der verdammte Eissteinbruch? Oh, das kann ja noch was werden mit den Quizkarten. Papageienfutter. Es ist eine Crackermischung, die etwas Montage erfordert. Montage? Was für Montage? Speziell angereichert für die gesunde Ernährung von Papageien. Wieso denn Montage? Kann ich sie öffnen? Ist sie schon offen? Naja, ich habe schon mehrere Papageien getroffen. Halt, Moment, Hotspot-Anzeige. Wow, hier im Lagerraum war wirklich nur die Quizkarte und das Papageienfutter. Hat es ja gelohnt, den Raum zu zeichnen. So. Papageienfutter? Papageienfutter? Polly will den Keks? Er scheint nicht interessiert zu sein. Natürlich nicht. Ist ja auch ein Intellektueller. Ihr Museum ist... kurios. Danke. Das war eine persönliche Leidenschaft von mir. Ich bin verrückt nach altem Piratenkram. Alt? Wenn man sich damit beschäftigt, hat man wirklich das Gefühl, Teil von etwas zu sein. Nicht wahr? Ich bin Teil von etwas. Genau. Ist eines dieser Dinge wertvoll? Der Sicherheitspapagei ist nicht nur hier, um piratenhaft auszusehen. Augenklappe von John Laney ist unersetzlich. Sie ist das Highlight der Kollektion. Erstaunlicherweise habe ich... Und das Einzige hier, was nicht von mir stammt. Sie wussten nicht, was sie hatten. Ich bin Guybrush Threepwood. Kein Scherz? Wow! Sind Sie nach Guybrush Threepwood benannt? Das kann man wohl sagen. Schön. Erzählen Sie mir von Ihrem Newsletter. Die Pirate Times. Wir veröffentlichen Piratennachrichten, Piratengeschichten, Piratengedichte. Alles, was mit Piraten zu tun hat. Wirklich. Ich werde das legendäre Geheimnis von Monkey Island finden. Oh, das ist hervorragend. Super, Retro. Wenn Sie einen Ort brauchen, um es auszustellen, kenne ich ein geeignetes Museum. Ich schaue mich mal um. Okay. Nichts wie raus hier. In den dunklen Wald, in dem ich mich sicher verlaufen werde. Ein Froggo. Eine Fledermaus. Eine fleischfressende Pflanze. Eine violette Blume. Waren sie violett? Ja, Blumen. Das muss Katzenminze sein. Oder eine Glycinie. Oder gemeine Nachtviole. Es gab auf jeden Fall gelbe Blumen im Wald. Aber es gab auch andersfarbige Blumen. Wer weiß denn, welche neben der Bank waren? Mensch. Ein klassisches Exemplar der Philea nadellus. Eine fleischfressende, gefäßbildende Dicotyledonenart, die für ihre geschmackvolle Färbung, ihr leichtes Wackeln und ihre vielen kleinen scharfen Zähne bekannt ist. Hey, kann ich die fleischfressende Pflanze füttern mit etwas Fleisch, das ich nicht habe? Quizbuch! Was befindet sich neben einer Sackgasse auf Terror Island? Terror Island, oh mein Gott, das muss auch der Fünfer sein. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Das ist zu lange her. Terror Island ist nicht Teil 1, nicht Teil 2. Ich glaube auch nicht Teil 3. Teil 4 möglich, Teil 5 auch möglich. Piranhas sind natürlich schon schön, aber in einer Sackgasse Piranhas. Ein schiefer Baum, ein Affe, eine gruselige Statue. Ich kann hier nur raten. Ich weiß nicht, ob ich hier raten will. Ich lasse das mal offen. Weil ihr schreibt mir ja bestimmt inzwischen in die Kommentare geschrieben, was es mit diesem Büchlein auf sich hat und was passiert, wenn ich zu viel falsch beantworte. Zu Fuß. 10 Minuten. Ich glaube schon. Herman Toothrot, die Abkürzung.
Git Pilze. Wer mag denn schon Pilze? Noch eine fleischfressende Pflanze, noch eine Quizkarte. Ein klassisches Exemplar der Philea Nadelus. Eine Stans Buchhalter heißt Ned, Fred, Ted oder Ed. Oh. Ich hätte getippt Fred, aber ich weiß es nicht. Oh, sagt mir mal, wie ihr das machen wollt. Vielleicht wollt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr für richtig haltet. Oder soll ich einfach ausprobieren? Versucht bin ich ja schon. Wir gehen da lang. Ohne eine Karte bin ich hoffnungslos verloren. Okay. Dann gucken wir mal in der unteren Straße, ob Wally nicht eine schöne Karte des Waldes hat. Hey Wally. Ich suche einen Baum, aus dem ich einen dummen Mob machen kann. Hast du eine Karte dafür? Der Koch hat dich also auf eine seiner spirituellen Reisen geschickt. Es ist schon eine Weile her, dass ich eine dieser Mob-Baumkarten gemacht habe. Was für ein Baum ist es nochmal? Ich weiß es nicht. Einer aus Holz? Das ist in Ordnung. Bring mir einfach einen Splitter des Holzes und ich kann mich darum kümmern. So gut bin ich. Ah, tschüss. Na gut. Das heißt, wir müssen zurück in die Bar. Kurz nochmal hier auf die Hotspot-Anzeige gucken. Zurück in die Bar. Der Koch, den konnte man fragen, was das für ein Baum ist. Aber ich nehme an, er sagt uns das nicht, wenn wir schon einen Splitter bringen sollen. Du siehst aus, als hätte der Gesundheitsinspektor deinen Eintopf probiert. Oder du. Schlimmer. Marlon Marlin ist hier. Wer? Der Kunde, von dem ich Albträume habe. Er ist der einzige Importeur von Jagdfett auf der Insel. Also muss ich ihn bei Laune halten, aber er macht das unmöglich. Heute möchte er, dass ich ihm ein Gericht koche, das er letzte Woche bei einer Veranstaltung im Haus der Gouverneurin gegessen hat. Aber natürlich weiß er nicht mehr, wie es heißt, was drin ist oder welche Farbe es hatte. Er sagt, er glaubt, dass da Zutaten drin waren. Zutaten? Das ist ja ekelhaft. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich machen soll. Ey. Ich frage erst kurz nach dem Mob. Kann ich dich noch einmal nach dem Mob fragen, den ich machen muss? Sicher. Aus was für einem Holz ist der Baum? Das ist etwas, das du selbst herausfinden musst. Na, das dachte ich mir. Okay, danke. Ey, Moment. Wie läuft es mit dem Albtraumkunden? Mein Magen fühlt sich an, als wäre er voll mit Kanonenkugeln und zersplitterten Ruderbooten. Eine Sekunde. Da muss ich doch ganz kurz. So. Das Gericht gegessen. Kannst du es dann Wenn zubereiten? Wenn ich dir ein Rezept bringe, kannst du es dann zubereiten? Natürlich. Ich bin ein Koch. Siehst du den Hut? Na klar. Und jetzt dreh dich mal kurz um. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Ich kenne ein tolles Eintopfrezept für Affenköpfe, aber das fällt mir gerade nicht ein. Okay, ich hatte schon so eine Theorie. Ich denke mal, dass ich mit dem Dolch einen Splitter von dem Mob schnitzen kann. Aber der Koch wird mich das nicht machen lassen. Bleib weg von meinem Mob. Und deswegen werfe ich Zeug ins Feuer, bis es so sehr brennt, dass der Koch sich drum kümmern muss. Visitenkarte. Oh. Seil? Ja. Das konnte ich ins Feuer werfen. Moment. Ja, noch ein bisschen. Wir sind sehr nah dran. Cracker-Mischung, nein. Das Buch? Nein. Habe ich, glaube ich, schon probiert. Ja, ich brauche noch irgendwas Brennbares, was ich da reinwerfen kann. Ich habe ein paar Münzen für Kleinigkeiten. Einmal kurz gucken, ob ich irgendwas kombinieren kann. Sieht aber nicht so aus. Schön heiß. Ich frage mich, wie lange ich hier stehen könnte, bevor ich in Flammen aufgehe.
Nicht sehr lang. Seid ihr sicher, dass ich euch nicht überreden kann, meine Expedition nach Monkey Island zu unterstützen? Nehmen wir mal an, ich würde das wirklich in Erwägung ziehen. Welche Qualifikationen hast du als Pirat genau? Ich habe die drei Prüfungen bestanden. Prüfungen? So hat man früher sein Können unter Beweis gestellt. Nun, ich war Direktor für Kampfeinsätze bei der britischen Marine und habe zwei Bücher über Schiff-zu-Schiff-Taktiken geschrieben. Ich bin Gründungsmitglied und Co-Direktor der Roten Flotte und halte die Rekorde für zivile Opfer von San Domingo bis Venezuela. Ich bin Expertin in 17 Formen des Nahkampfes, von denen ich drei erfunden habe. Ich habe mit Bellamy, Teach und Roberts gedient, bevor sie alle ein vorzeitiges Ende fanden, mit dem ich vielleicht nichts zu tun hatte. Nur damit du es weißt. Das ist die Art von Lebenslauf, die wir erwarten. Oh. Aber das habe ich. Ich habe LeChuck. Ach, egal. Mit denen ist ja nicht zu reden. Was? Schicke Kerze. Schick? Ach, das ist der Albtraumkunde. Hi. Sind Sie mein Kellner? Ich möchte das exzellente Gericht, das ich letzte Woche im Haus der Gouverneurin gegessen habe. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es war so etwas wie eine warme Mahlzeit. Aber ich bin nicht... Es waren Zutaten drin oder so. Ich bin nicht Ihr Kellner. Das habe ich Ihrem inkompetenten Koch schon gesagt. Aber er hat mir immer noch nicht mein Abendessen gebracht. Ich arbeite nicht hier. Ich bin kein Kellner. An die Arbeit! Sofort, Sir. Okay, ich denke mal, wir können ja Carla einfach fragen. Die weiß doch bestimmt, was sie zum Abendessen hatte. Also ab zur Gouverneursvilla. Gibt es einen Schnellweg, wie ich da hinkomme? Naja, gut, ich kann ja sprinten. Da ist das gar nicht mal so langsam. Früher musste man da gemütlich schlendern. Da hat das immer Ewigkeiten gedauert. Jetzt geht es doch recht flott. Dunkle Gasse, hatte ein Schloss. Ich brauche irgendwas, ich brauche ein besseres... Naja, ich brauche ein besseres Vergrößerungsglas. Sie hat mir gezeigt, dass ich nur mein Herz riskieren muss. Und an den Fenstern müsste auch mal etwas getan werden. Ah, noch eine Quizkarte. Was ist das für eine? Warum habe ich die eben noch nicht gesehen? Das ursprüngliche Monkey Island wurde erstmals veröffentlicht auf dem Amiga. Doch ganz sicher nicht auf dem C64, IBM PC, Atari, nein, Amiga. Was? Ach, mein Gott, heute ist nicht mein Lauf. War das nicht Amiga? Ha, ich hätte schwören können. Zutaten von Barbie LeFlay. Großer Buch der Schatzkarten. Schiff-zu-Schiff-Kampfstrategie, genau, von Captain Madison. Ich bin wegen eines Rezepts gekommen. Ein Gericht, das du kürzlich bei einer Veranstaltung serviert hast. Es wurde als scharf und mit Zutaten beschrieben. Klingelt da was? Ich organisiere viele Veranstaltungen, aber ich fürchte, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich habe nicht wirklich etwas zu sagen. Ich mache das einfach gern. Üben ist schön, aber ich habe im Moment viel zu tun. Gouverneurinnenzeug. Okay, ich bock mir doch mal die Zutaten aus. Kann ich dieses Buch ausleihen? Ein Buch nach dem anderen. Ich vertraue dir nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann gebe ich das alles zurück. Danke. Danke, dass du mein Buch zurückgegeben hast. Vielleicht hast du ja gelernt, verantwortungsbewusst zu sein. Kann ich mir dieses Kochbuch ausleihen? Fechten wir drum. Du kochst wie eine Kuh. Deshalb brauche ich das Kochbuch. Gut, gut. Danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde das auf jeden Fall zurückgeben. Der Teil gefällt mir. Beleidigungsfechten als Dialog einfach. Gut, Kochbuch. Oh, ich habe schon so viele Quizkarten falsch gemacht. Ich fühle mich schlecht. Das Spiel schafft es, dass ich mich schlecht fühle wegen der Quizkarten. Moment, junge Dame. Alle Schlüssel sind Gold. Das ist der Weg der Schlüssel. Niemand arbeitet jemals zusammen. Jeder will seinen eigenen Gewinn. Sehr pessimistische Ansicht. Na gut.
dem Zettel steht, gezwungenermaßen geschlossen. Ja, das haben wir schon gelesen. Okay, dann zurück in die Bar. Und dann wollen wir dem Koch einfach mal die Zutaten geben. Das habe ich im Haus der Gouverneurin gefunden. Aha, das geheimnisvolle Gericht muss da drin sein. Ich habe keine Ahnung, welches es sein wird. Also muss ich sie einfach alle machen. Ich mache mich besser an die Arbeit. Danke, Guybrush. Ist er jetzt abgelenkt? Brillante Innovation. Das wird ausgezeichnet. Er ist abgelenkt. Zack. Raus aus der Küche. Und da sagt er einmal, Rätsel wären schwierig. Ha. Okay, und ab nach Unterstraß zu Wally, Mobs and More, Maps and More. Dann werden wir ihm den Holzsplitter geben. Wally, hier ist ein Stück von dem Holz, das du wolltest. Kannst du mir jetzt eine Karte machen? 10 Minuten. Es dauert immer alles 10 Minuten bei Monkey Island. Danke, Wally. Es dauert immer alles 10 Minuten bei Monkey Island. Immer alles 10 Minuten bei Monkey Island. Ah! Oh, noch ein Monokel. Sie sind wie Brillen, nur viel unpraktischer. Besser ist es, für jedes Auge eins zu haben. Wenn du meinst. Kann ich daraus ein Fernglas bauen? Wenn ein Monokel gut ist, sind zwei besser. Ach, das ist ja alles viel zu leicht hier. Ey, hat er mir gerade eine Karte gemacht? Ja, Mobbaumkarte, gut. Dann gehen wir kurz nochmal die Seriennummer am... Das war im Wald hier rum. Bis auf die Quizkarten läuft es ja wie am Schnürchen. Ich kann einfach nicht widerstehen, bei den Quizkarten zu raten. Es tut mir sehr leid. Ah, kristallklar. Ich werde das einfach aufschreiben. Jupp. Und schon gehen wir wieder. Wo war denn der zweite Papagei? Der war im Laden von Wally? Wo saß der gerade? Bei der Voodoo Lady? Ach, irgendwo war doch gerade ein Papagei. Okay, wir haben eine Karte. Die da sagt: Geh in den Wald, geh nach rechts, geh nach geradeaus, geh nach rechts, geh nach geradeaus. Rechts gerade, rechts gerade. Links, links, links gerade. Rechts gerade, links, links, links gerade. Okay, probieren wir mal. Also rechts. Gerade. Rechts. Ich habe mich wohl verlaufen. Was? Okay, Moment. Hier sind Blumen. Ah! Sekunde, hier sind fleischfressende Pflanzen und violette Blumen eingezeichnet. Wir haben hier violette Blumen und wir haben eine fleischfressende Pflanze. Violette Blumen sind einfach speziell häufig. Und in... Haben die verschiedene Konstellationen? Sehen die immer gleich aus? Moment. Die sieht immer gleich aus. Außerdem noch Bäume. Verschiedener Art. Weiß aber nicht, ob die signifikant ist. Sie sehen nicht so wirklich so aus. Ah, wir haben noch diese Pilze. Okay, also sagen wir mal, Blumen und fleischfressende Pflanze ist hier. Dann würden wir nach rechts gehen, schätze ich mal. Und hier sind zwei Bäume, sehr auffällig platziert. Gerade nochmal gucken, ob die nicht auch irgendwo eingezeichnet waren. Aber nicht so wirklich in der Mitte, ne? Und einen Weg geradeaus gibt es ja nicht. Also muss es schon eigentlich eine dieser beiden Richtungen hier sein. Könnte also alles sein. Ich gehe mal nach rechts. So, hier haben wir Pilze.
Blumen und fleischfressende Pflanzen und einen Frosch. Ah, der Frosch. Ist der Frosch auch drauf? Nee, sehe ich nicht. Pilze, Blumen. Gibt gar keine Lichtung mit Pilzen, Blumen und fleischfressender Pflanze. Also bin ich schon falsch gegangen? Ei, ich weiß nicht, wie man diese Karte liest. Immerhin scheint es so, als wäre das diesmal kein Wald, wo man, wenn man in eine Richtung geht und dann in dieselbe Richtung zurückgeht, dann an einer anderen Stelle rauskommt. Hier haben wir fleischfressende Pflanze, Pilze und Blumen. Auch wieder ziemlich falsch eigentlich. Ich habe mich wohl verlaufen. Okay, Moment. Also noch ein Versuch. Das sagt doch an der fleischfressenden Pflanze rechts abbiegen. Ich meine, es gibt ja hier nur zwei Wege. Dann nochmal die Hotspot-Anzeige bemühen. Gibt nur zwei Wege. Also nehmen wir den. Jetzt gibt es drei Wege. Vielleicht muss ich rechts hoch rechts, aber das scheint mir zu kompliziert und besonders, da nicht jede Linie so eindeutig ist, was das angeht. Zum Beispiel die hier oder die hier, die sind beide so ein bisschen wischiwaschi. Und beide davon könnten eine Bedeutung haben. Pilze, fleischfressende Pflanze, violette Blume. Pilze, fleischfressende Pflanze. Das ergibt alles keinen Sinn. Geradeaus ist richtig. Ganz sicher. Und dann rechts. Und jetzt komme ich wahrscheinlich aus dem Wald raus. Ich habe mich wohl verlaufen. Ei, das gibt's doch nicht. Ich bin zu blöd. Warnung. Der dunkle Wald ist tödlich und verwinkelt. Karten werden... Ich habe eine Karte. Ich bin nur zu blöd, sie zu lesen. Ein klassisches Exemplar der Philea nadellus, eine fleischfressende, gefäßbildende Dicotyledonenart, die für ihre geschmackvolle Färbung, ihr leichtes Wackeln und ihre vielen kleinen scharfen Zähne bekannt ist. Ja, und die violette Blume? Lila Blumen. Das muss Katzenminze sein. Oder eine Glycinie. Oder gemeine Nachtviole. Okay, ich probiere mal gerade, ob ich es mehr als drei Screens schaffe, indem ich ausprobiere und ich jetzt hier rechts gehe. Sind wir auf einem Pilz, Blume, fleischfressende Pflanze. Es sind ja auch immer irgendwie fast immer alle drei, oder? Das macht mich ein bisschen fertig. Aber jetzt sind wir, wo wir noch nicht waren. Vierter Screen. Was ist das W hier? Weiß man nicht so genau. Ich wünschte, ich würde wieder raus schlau werden, aber ich muss zugeben, ich werde daraus noch nicht schlau. Ich kann jetzt von links in ein Ding rein, vielleicht dann hier. Verschwessene Pflanze, Pilze. Warum nicht? Dann muss ich hier raus. Okay, jetzt kam ich von rechts in ein Ding rein. Lila Blume, fleischfressende Pflanze. Geradeaus raus? Ich habe mich wohl verlaufen. Wie bin ich gegangen? Ich fürchte fast, man kann das durch Ausprobieren lösen. Rechts, rechts, rechts. Links. Rechts. Ich habe mich wohl verlaufen. Das probiere ich einmal kurz aus.
Ist nicht die ganz feine Art, weil lieber würde ich das Rätsel verstehen. Aber ich verstehe es noch nicht. Ich habe mich wohl verlaufen. Okay, letzter Versuch. Rechts, 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 links und dann zurück. Bin ich aber wieder hier. Ich habe mich wohl verlaufen. Na gut. Tatsächlich stehe ich vollkommen auf dem Schlauch. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Karte zu deuten habe. Vielleicht fehlt mir auch noch irgendwas. Was ich auf jeden Fall noch machen kann, ist den Schlüssel anfertigen lassen. Deswegen will ich das ganz schnell noch tun. Zur Schlosserei. Hallo. Hallöchen. Und ihr einen Seriennummernzettel geben. Können Sie mir einen Schlüssel mit dieser Seriennummer erstellen? Sicher. Der muss für eine hochwertige Vitrine sein. Sind Sie ein Sammler? Ja. Briefmarken. Ah ja, und hier war der Papagei, ganz genau. Oh, da können wir doch mal gucken, was der Papagei mit den Crackern... Er scheint nicht interessiert zu sein. Kann ich die Cracker gegen das tauschen? Ich hätte wirklich gern ein paar Cracker. Finger weg. Das sind meine letzten Cracker. Wie wär's hier mit frischer Crackermischung? Ich habe eine Crackermischung gefunden, mit der man frische Cracker in ihrem Ofen backen kann. Danke. Die auf dem Teller sind schon ein wenig alt. Nehmen Sie sich welche, wenn Sie möchten. Da sage ich nichts. Sehr gut. Gute Cracker. Das heißt, jetzt mit den Crackern können wir in den Wald zum Museum. Wir knacken die Vitrine, geben dem Papagei die frischen, guten Cracker. Oder die alten, knackigen Cracker, wie auch immer. Ah, der ist ein Museumspapagei, der mag altes Zeug, oder? So läuft das hier doch. Okay, also Schlüssel auf Schloss. Nicht. Was? Stimmt etwas nicht? Ich habe nur einen Fleck auf dem Glas abgewischt. Oh, in Ordnung. Aber Vorsicht, Wachpapageien sind auf Angriff trainiert. Was heißt, der passt nicht? Es ist eine sehr kleine Schrift drauf. Habe ich den falschen benutzt? Oh ja, ich habe den falschen benutzt. Wow. Das sollte eigentlich nicht offen sein. Ich wollte das noch gar nicht öffnen. Ich wollte die lieber zusammenhalten und einlagern. Dann kann ich herausfinden, was mit dem Schloss los ist. Ich wollte das doch überhaupt nicht öffnen. Ich wollte nur das Schloss absperren. So ein Unsinn. So ein Unsinn. Das reicht, Papagei. Ich muss Sie bitten, das Museum zu verlassen, während ich herausfinde, was mit meinem Vitrinenschloss los ist. So war das doch nicht gedacht. Ich wollte das doch noch gar nicht öffnen. Ich wollte doch nur das Schloss schon mal... Kommen zurück. Bitte versuchen Sie nicht zu berühren, was Sie nicht berühren sollten. Okay, also erst kurz den Papagei ablenken. Sehr gut, der ist beschäftigt. Und jetzt sperren wir auf. Schnapp. Und nichts wie weg. Und mit diesem Diebstahl... Was erwartest du denn von mir, Elaine? Dass ich eine Erklärung abgebe? Natürlich nicht, Carla. Wir müssen die Öffentlichkeit dafür gewinnen. Daran arbeite ich. Die Menschen hier mögen keine Einschränkungen, selbst wenn sie zu ihrem Besten sind. Aber wir können den Schiffen, die in den Norden fahren, eine Auflage machen. Es gibt bereits eine Zollkontrolle. Die Infrastruktur ist also vorhanden. Es ist ein Anfang. Skorbut ist ein großes Problem. Wir sollten alles tun, was wir können. Einverstanden. Ich habe einen langen Weg hinter mir. Steht noch etwas anderes auf der Tagesordnung? Kaffee? Die Schlüsselkönigin. Okay, hier beenden wir die Folge und nächstes Mal gucken wir, was mit dieser Augenklappe das nun eigentlich auf sich hat und was wir damit machen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.